Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Nier Automata. Ja, letztes Mal sind wir hier in die Ruinenstadt eingedrungen. Hab mal ein bisschen hier erkundet und da habe ich auch schon direkt festgestellt, ja, ich spiele auf dem Schwierigkeitsgrad normal. Aber ich würde erst sagen, das belasse ich erstmal so auf diesem Schwierigkeitsgrad. Was auch ziemlich cool ist, dass hier noch andere Personen, die wo hier gestorben sind, die kann man halt ausluten oder beziehungsweise die Leute reparieren, also ihre Characters, dass die halt für uns kämpfen. Nur was ich halt derzeit brauche ist, ja, kleine Erholungen, weil die hauen hier schon ordentlich rein, die Trash-Mobs. Kann ich hier hoch? Könnt, ja doch, es geht. Nein! So, weil ich habe hier oben nämlich eine Kiste entdeckt. Ja, eine kleine Erweiterung. Toll, eine kleine Erweiterung. So, aber hier komme ich nicht drüber, ne? Wie es aussieht. Müssen wir halt einen anderen Weg suchen. So. Da ist was. Eine Baumsaat. Da hinten ist noch was. Kupfererz. Ah, hier ist aber auch zu. Hier gibt es Roboter. Heißt, wir kommen schon dahin. Ah, hier in den Häusern kann man nicht rein. Komme ich hier auf den Baum drauf? Ja, ne? Doch, geht. So, ihr seid nur die Kleinen. Mach ich trotzdem weg. So, der nächste bitte. Defekter Schlüssel erhalten. Angeln, du willst mich doch verarschen, ey. Netter Ernst, oder? Angeln. Mit dem kleinen Roboter. Was ist das? Okay, ich habe einen Fisch erhalten, egal was es war. Ah, ich muss so zielen, okay. Oh mein Gott. Und hier der Stuhl, wo die da drauf sitzt, dieses Hologrammstuhl. Okay, auch ziemlich cool. Wobei Angeln, das war nie so meins gewesen. Nimmst du das automatisch raus oder muss ich das machen? Hat jetzt noch nichts entdeckt, okay. Gut, gehen wir weiter. Oh, schon cool. Schon cool gemacht, das Spiel. Ein Kristall erhalten. Aber hier gibt es keine Spieler mehr. Aber hier... So, als draufholzen, drauf, 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 drauf. Okay, das war's. Okay. Ich will mal noch ein bisschen hier rumschauen, weil da ist nämlich auch gerade das Missionsziel. Und von der Karte her, es ist eigentlich ziemlich groß. Also die Geschichte hier mit der Karte. Man sollte das Ganze nicht unterschätzen. Weil es ist riesig, so wie ich das mal mitbekommen habe. Ich lasse mich da gerne überraschen. Da ist, sind noch ein paar Roboter, die nehme ich noch gerade mit. Ein bisschen Erfahrung. Ne, hier sind wir gestartet am Anfang. Genau, hier sind wir am Anfang gestartet. Ja, hier sind diese komische Hirsche. Aber hier gibt es nochmal Leute. Hättest du wohl gerne, ne?
So, dann haben wir ein Rotwildfleisch. Dich würde ich gerne reparieren, dass du für mich kämpfst. Und den hier... Oh, das ist noch einer. Den Bergisch. Ja. Und den Bergisch. Und man kann sich auch seine eigene Todesnachricht hier einblenden. Habe ich hier noch irgendwo einen, wo man das sehen kann? Weil die Leute hinterlassen ja auch immer so eine Todesnachricht. Und die kann man auch selbst erstellen. Wenn ich hier nochmal irgendwo einen finde. Da war ich jetzt ein bisschen zu schnell gewesen. Ah, jetzt komischerweise sehe ich hier keinen mehr. Spiel. Komischerweise sind jetzt da keine mehr da. Das ist komisch. Na gut, ja, wir sehen uns halt noch irgendwo welche. Aber man kann dann halt hingehen. Kann man hier, ich glaube bei System war das glaube ich gewesen. Netzwerk. Und da kann man hier die Todesnachricht bearbeiten. Und da kann man hier, sage ich mal, zufällig wie hier, Psychopath gab auf, weil gab auf in einer Himmelswege, ja. So kann man das eingeben. So. Man kann da alles Mögliche damit tun. Also es gibt viele verschiedene Arten von vordefinierten Sachen hier. Das ist wirklich cool gemacht. Also es sind sehr, sehr viele. Und da kann man sich aussuchen, was man halt für eine Todesnachricht mal nimmt. So, aber ich sammle noch hier den hier ein. Da hinten war auch noch einer gewesen, genau. Den nehme ich noch auf und dann geht's Richtung Missionsziel. Kupfererz. Wo ist mein Kollege? Wo ich wiederbelebt habe? Der ist schon wieder weg. Ja, toll. Oder er ist einfach ein bisschen zu langsam. Da ist auch was. Jawohl. Baumsaat. Also, keine Ahnung. So, du bist weg. Schlimmer Tiermörder. Aber wenn sie mich angreifen, greife ich sie auch halt an, ne? Ich wollte es eigentlich vorhin nur, beziehungsweise bei der letzten Folge wollte ich es eigentlich nur streicheln. Was haben sie gemacht? Sie haben mich angegriffen. Oh shit, jetzt habe ich ein Problem. Wieder komme ich jetzt nochmal auf die andere Seite. Ja, komme ich. Ui. Bei der letzten Folge wollte ich eigentlich nur einen streicheln, ja. Und dann hat er mich angegriffen. Und ab sofort schieße ich da immer wieder zurück. Passiert. Ihr habt euch mit dem Falschen angelegt. So. Kann man hier durchgehen? Ja, kann man. Was gibt's hier? Ein kleines Gehglück erhalten. Ah, okay. Ein kleiner Außenposten. Widerstandslager, okay. Es gibt nämlich auch im späteren Verlauf eine Schnellreisefunktion, aber die bekommt man halt nicht sofort. Ja, also erst im späteren Verlauf vom Spiel. Man muss da, glaube ich, 40% des Spiels freigeschaltet haben oder erspielt haben. Transport 3. Ah, okay, es geht. Ah, okay, ich nehme alles wieder zurück. Ich nehme alles wieder zurück. Dann nehme ich alles wieder zurück. Ne, du hast keinen Zugriff drauf, okay. Ja. So, wo ist ein Anführer? Gibt es hier was zu entdecken? Ja, hier.
Na, Abwehr plus. Okay, ja. Also wird ja hier angezeigt noch als die Anführerin. Aber ich schau mal nach, was es hier noch so zum Erkunden gibt oder zum Looten. Ah, man kann sich hier hinsetzen. Doing. Ah, da ist noch eine Kiste. Ja, eine kleine Erholung geht doch. Bist du Widerstandsmitglied? Ich brauche einen Shop. Widerstandsmitglied. Da oben ist was. Da oben ist was. Nein. Du hältst dich nicht hier dran fest. Ah, da ist eine Leiter. Widerstand, Widerstand. Eine kleine Erholung erhalten, jawohl. Oh, hier komme ich nicht raus. Oh. Gibt es hier noch was Interessantes zum Entdecken? Hier sind ein paar Leute. Ja, aber hier kann ich nicht öffnen. Also ich mag die Kameraführung. Jetzt wieder so rum. Okay, dann sprechen wir mal mit der Anführerin. Na, Anführerin. Was ist mein Name? Anemone. Ich bin in der Android-Resistanz. Ich bin in der Banker. 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 Ich bin in So, Waffenhändler. Sehr schön. Ich kann hier wieder eine Waffen reparieren und verkaufen, okay. In der Tat. Ja, ich helfe ihm. Vier komplexe Apparaturen dürfen für die Reparatur reichen. Und eine Idee, wo ich die Reparaturen finde. Ja, eine Ruinenstadt, aggressive Maschinen. Okay. Deine wurde aktualisiert. Deinen Fortschritt bei Nebenaufgaben kannst du ansehen. Okay. Na gut, ja. Warum nicht? Und du bist ein Händler. Hergestellt, also um die Teilen und gebliebenen Leichen des Feindes. Also dann zum Geschäft. Was kann ich euch anbieten? So, kaufen. Ja. Tierköter. Ein Tier geben, um es zu reiten. Nein, oder? Man kann reiten. Okay, also ich würde eher sagen, ich nehme mir mal ein paar Erholungen. Ja, 1000 Gil. Verkaufst du Plug-in-Chips? Die nötigen Rohmaterialien, wo wir zufällig bekommen sollten, Chef. Habt ihr eine Idee, wo wir Material besorgen? Ich habe dieses lahme Bein, seht ihr, damit komme ich nicht wirklich weit. Bestimmt, da bleibt nichts für mich übrig. Ich hoffe, ja, zu helfen, definitiv. 8000 Dank, also defekte Feder, ein kleines Zahn und einen defekten Schaltkreis. Okay, ein bisschen habe ich was. Shop. Shop. Boom. Mittlere Erholung erhalten. Okay. Wartungsshop.
Wir beraten und kümmern uns um sie. Was darf es denn sein? Chips kaufen, verkaufen, verbessern. Körperberatung. Überwaffen. Unter Waffen ausgerüstet werden. Zwei Waffenarten können in maximal zwei Sets ausgerüstet werden. Probieren Sie doch mal verschiedene Kombinationen. Die Sets können mit Back-Shortcut-Menü gewechselt werden. Jep, okay. Das lernen, das will ich lieber alles selber lernen. Chips kaufen, verkaufen, verbessern. Pot verbessern. Baumsaat, Pilz, reines Wasser, Naturkautschuk, Power-Up, Teil K, Leg. Okay. Illusion, Hammer, Klinge, Speer, P-Schild. Ach du Scheiße. Plus 8 aufbereitet. Ah, okay. Erhöht Plug-in-Chip-Kapazität um 8. Wieso seid ihr so teuer? Boah, wie viel muss man denn ausgeben? Sicherungs-Chip. Du kannst diesen Chip nicht verschmelzen, da kein. Okay. Also da kommt einiges auf mich zu. Da kommt wirklich einiges auf mich zu. So, und du hier, was bist du? Seltsame Widerstandsfrau. Okay. Was ich auf dem Kopf habe, das ist eine auf meinem Kopf platzierte elektromagnetische Absperrvorrichtung, die alle unnötigen Informationen dieser Welt ablocken. Nicht da. zurück, was bedeutet es zu sterben? Werden nur die gespeicherten Daten in einem Körper transferiert. Gegenstände werden nicht übertragen. Ja, okay, okay. Für den Körper geborgen werden. Stirbt man erneut vor dem Einsammeln, gehen alle Plug-in-Chips verloren. Also Vorsicht. Kurzum, du solltest so schnell wie möglich zu deinem früheren Körper zurückkehren. Okay. Das Spiel ist zu schwer. Probier es einfach mal aus. Auf Fleisch sind die Gegner schwächer und Autochips sind verfügbar. Mit Auto. Ja, gut, okay. Das haben wir ja schon getestet. Ist alles normal. Auf schwer werden die Gegner stärker und die Zielerfassung kann nicht verwendet werden. Auf sehr schwer ist nicht nur die Zielerfassung deaktiviert, sondern die Gegner besitzen auch einen unglaublich hohen Angriffskraft. Jemand bei klarem Verstand meidet diesen Schwierigkeiten. Nur todesmutige Draufgänger würden das wählen. Ja, klar, weil ein Schuss bzw. ein Treffer führt zum sofortigen Tod. Gut, okay. Ja. Die Karte, also. Ah, das wird ja alles hier noch. Ah, Kartenmodus. Hier. Die Bitte des Händlers. Ja, die wird alles. Hier wird alles noch markiert. Ja, sehr schön. Ja, dann machen wir das doch gerade. Zugriffst du überall in der findest du clevere getarnte Zugriffspunkte, die für Folgendes genutzt werden könnten. Freischaltung von Kartendaten, Freischaltung von Speicherbereichs. Ja. Okay, gut. Das ist klar. Das habe ich schon rausgefunden. Besonders das mit dem Speichern. 当時はかなり大きな都市だったんでしょうね。オペレーター6オール2Bさんへ定期連絡の時間です。こちら2B、異常なし。それは良かったです。今日の地球の天気はいいですか？問題なし。それは作戦に関係する情報？いえいえ、そうではなくて天気がいいと 気分がいいのかななんて。気分が良くても良くなくても作戦には関係ない。2Bさんらしいですね。それではまた。 Okay, gut. Hier einsammeln. Okay, die Bitte.
Ja, 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 komm, komm, drauf, 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 drauf. Ah. Hat er mich doch noch erwischt, die Sau? Ja, das war's mit dir. Achso, ich kämpfe jetzt da mit den Fäusten. Okay, Bernstein erhalten. Wo ist das letzte Teil? Wo ist, da hinten ist noch eins. Okay. Warte mal, was war das? Achso, okay. Bergen, komm. Ich brauche ein bisschen Leben. LP plus 1. Ich glaube, das ist wirklich nur über Zeit. Ich glaube wirklich, das ist nur über Zeit, das Ganze. Aber mir fehlt hier noch eins. Speichern möglich. Ah, da ist eins. Ja, okay, die Bitte eines Käufers. Gut. Ausrüstung ändern. Waffenset 1 ausgerüstet. Ja, das ist bloße Fäuste. Gut, aber da will ich eher sagen, dass ich da eher wirklich noch eine zweite Waffe nehme. Das ist mir wichtiger. Hier ist Speichern möglich, okay. Achso, wie komme ich jetzt da hinten hin? Es ist doch schon ein bisschen labyrinthmäßig aufgebaut, das Spiel. Finde ich jetzt einmal. Hier, das sind Teile. Kupfererz. Und noch eine weitere Person, oder? Apfel. Was? VDK. Okay. Warum nicht? So. Okay, hier war ich schon nicht gewesen. Oder war ich hier schon gewesen? Da ist noch. Mit den Kisten weiß ich nicht. So. Kämpfen wir mal einfach mit der Waffe. Ah, wenn die auf dem Boden liegen, kann ich irgendwas mit denen machen. Wegkicken. Ich kann die wegkicken. Ja, ich kann sie wegkicken. War ich hier schon gewesen? Nee, ne? Doch, hier war ich schon gewesen. Das ist die Anfang. Ja, am Anfang. Okay. Oh Gott. Nee, Leute, gibt's ja keine mehr. Gut, dann kehren wir wieder zurück. Geben die Missionen ab. Dann ist ja die Folge auch wieder vorbei. Ja, schade. Schade, schade, schade. Missionen abgeben. Ja, 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 ja. So. Mal schauen, was ihr mir anbieten könnt. Erstmal zu dem einen Händler hier. Ja. Das ist klasse. Abkürz anfangen, die Sachen für euch anfertigen. Ich könnte mir vorstellen, dass ein paar Teile für die Reparaturen eines Beins übrig bleiben. Ja, nein. Tja, mein linkes Bein ist völlig hinüber und mein linkes Bein ist genau jenes, das noch original ist. Ich habe meinen alten Körper während des Krieges schon hunderte Male repariert. Ich habe alles mögliche Teile schon so oft ausgetauscht, dass ich es mir nicht einmal mehr merken kann. Okay. Aber dieses Bein, dieses linke Bein, das ist völlig unangetastet. Da wäre ich nur noch. Egal. Das ist mein Problem. Wollt euch damit nicht belästigen. Ihr solltet bald noch mehr Ware bekommen. Also schaut vorbei, wenn ihr könnt. Ein Erfolg bekommen. Okay. Erster Bootgang. Ja, Chromadrat, Bernstein, mittlere Erholung, 3000 G und 50 Erfahrung.
Gut, ja, das passt ja. Kaufen, okay. Ja, okay, das sind hier die Sachen. Soundwelle, Feinddaten. Pff, kann ich nichts damit anfangen. Angelplatz, nee, ich will nicht angeln. Waffenangriff plus erhöht die Stärke von Waffenangriff um plus 2%. Reduziert physischen Schaden um 2%. Reduziert Projektilschaden, Max LP, die nehme ich mit. Tierköder habe ich, Beutel will ich nicht. Okay. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal hier zu meinen Fähigkeiten. Plug-in Chips einstellen automatisch. Das ist Verteidigung. Ach du. Boah, 11. Boah. Shit. Boah, du brauchst sau viel. Boah, plus 10%. Da kann man sich das doch mal überlegen. Das eine Upgrade zu kaufen, ne? Egal. Erstmal zum Waffenhändler noch. Waffenhändler. Das dürfte reichen, um dein kaputtes Gerät zu reparieren. Das sieh mal einer an. Da bin ich wohl wieder im Geschäft. Freut mich, das zu hören. In der Tat, schließlich stelle ich Waffen her, um meinen Freunden ein wenig Sicherheit zu bieten. Obwohl ich mich manchmal frage, ob meine Waffen meine Freunde nicht einfach schneller sterben lassen. Ob meine Waffen... Ja, okay. Ach schon gut, vergiss, was ich gesagt habe. Schau einfach in Kürze wieder hier vorbei, ja? Dann sollte ich neue Ausrüstung für dich fertig haben. Ja, also da schaue ich doch lieber jetzt einmal rein. Ich will dir noch eine Belohnung. Ich möchte bedanken. Ja, komm, gib mir eine Waffe. Tierfell, Kristall, 5000 G. Perfekt. Möchtest du sie ausprobieren? Da kannst du drauf wetten. Oh, Upgrade. Die könnte ich verbessern. In Stufe 2. Bringt mir mehr Schaden. Angeglichenes Tempo. Kaufen. Bestienlord. Ein Großschwert mit Bestienkönig-Motivation, okay. Ein Schwert mit einer unbehaglichen Aura. Ein Schwert mit Bestienmotiv. Ich weiß nicht. Ich will erstmal mal diese Waffe hier upgraden. Die kostet 2500. Und Kristall habe ich. Tierfell. Rostiger Klumpen. Ja. Okay, die ist jetzt auf Stufe 2. Die ist jetzt dann noch besser. Puh, komm, ich nehme hier den Bestienlord mit. Ja, ausrüsten. Und zwar als Waffenset. Großschwerter. Bestienlord ausrüsten. Boom. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Der ist Akkord, sind eigentlich Inhaber einer Tresen und sorge dafür, dass ich mir Reparaturgeräte schon kaufen. Sie setzt meist Lieferdrohnen ein. Mama. Grüß dich schön von mir, ja. Du kannst deine gekauften Waffen bei mir auch verbessern. Ja, das habe ich schon gemerkt. Probier es aus. Gut, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, war es das gewesen mit dieser Folge. Und wir sehen uns dann zum nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Tschüss.